Natürlich Lausitz. Die Forsythie, auch Goldflieder oder Goldglöckchen genannt, kommt in unseren Breiten recht häufig vor. Der sowohl in Gärten und auch in der freien Natur anzutreffende Zierstrauch gehört zur Familie der Ölbaumgewächse. Aufrecht wachsend, so man ihn lässt, kann er eine Höhe von 3 bis 4 Metern erreichen. Blühende Forsythien sind für viele Hobbygärtner der Inbegriff des Frühlings. Die robusten und sehr blühfreudigen Gartensträucher wachsen auf fast jedem Boden und bleiben sogar weitgehend von Krankheiten und Schädlingen verschont. Gern finden sie daher auch als komplette Hecke oder als Farbtupfer in den Umzäunungen von Gärten Verwendung. Die leuchtenden Blüten erscheinen in großer Fülle noch vor dem Blattaustrieb im Frühjahr, je nach Witterung meist ab Mitte März. Die gelben Glöckchen tragen 4 Blütenblätter und haben rund 3 cm Durchmesser. Während die Forsythie in den 50er Jahren zumeist erst Anfang April ihre Blütezeit hatte, hat sich dieser Zeitraum, offenbar klimabedingt, mittlerweile um rund einen Monat vorverlagert. So mancher Forsythienstrauch passt damit auch recht gut in die Zeit um das Osterfest. Nicht nur zur Freude der Kinder sind die markanten Gewächse dabei mit zahlreichen bunten Ostereiern behangen. Was eher unbekannt ist, nahezu alle Teile der Pflanze sind in geringem Maße giftig. Auch aus ökologischer Sicht sind Forsythien für die Gartenbepflanzung nicht die erste Wahl. Die meisten Insekten meiden die Blüten. Auch den Bienen liefern sie weder Nektar noch verwertbare Pollen.